Flüchtlinge gegen mazedonische Grenzsoldaten. Immer wieder, auch heute. Am Vormittag versammelten sich einige Flüchtlinge am Zaun, versuchten den Stacheldraht zu zerstören. Die Stimmung explosiv. Die griechische Polizei hält sich zurück. Sie beobachtet die Szenen aus dem Hintergrund, während hier weiter Flüchtlinge Steine auf die mazedonischen Soldaten werfen und die antworten mit Tränengas. Dann mischen die Griechen doch mit, zumindest ein bisschen, bilden eine Polizeikette vor dem Zaun. Ein paar hundert Meter weiter von der Wiese und dem Zaun entfernt treffen wir Muhammad und seine Freunde. Wenn es um Versuche geht, den Grenzzaun zu stürmen, gibt es dazu vorher Informationen in sozialen Netzwerken, erzählt er uns. Es gibt eine Facebook-Seite, die heißt Tadachol al-Saria. Außerdem die Seiten Syrer in Deutschland oder Syrer in Österreich. In all diesen Gruppen bin ich Mitglied und bekomme so Infos. Auch solche Flugblätter, die wie hier zum Marsch auf Mazedonien aufrufen, machen im Camp immer wieder die Runde. Wer sie verteilt, dazu gibt's nur Vermutungen. Die griechischen Behörden sind sich mittlerweile sicher, dass auch linke Aktivisten aus ganz Europa hier immer wieder Gerüchte um eine Grenzöffnung streuen. Sie wollen wohl, dass die Menschen hier in Idomeni bleiben, damit ihr Leid weiter in die Welt getragen wird. Die einen wollen kämpfen, andere resignieren. Wie hier haben vor allem viele Familien ihre Zelte abgebaut, nutzen die bereitgestellten Busse, lassen sich freiwillig in offizielle Auffanglager bringen. Die mazedonischen Soldaten haben gefeuert. Die Kinder wurden zum Beispiel am Sonntag auch getroffen. Ich bin doch vom Krieg weggelaufen, aber hier ist es auch schrecklich. Deswegen lasse ich mich jetzt in ein anderes Camp bringen. Sie gehen freiwillig, aber noch immer hausen nach offiziellen Angaben 10.600 Menschen in dem wilden Camp. Die Regierung plant die Räumung, vielleicht Ende des Monats. Auch damit die Auseinandersetzungen am Grenzzaun zu Mazedonien ein Ende haben.